Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in 70D. Ich bin bei in der Wüste und bin gerade so eine Art sagen wir mal Bücherladen oder so ähnlich, ne? Und da haben wir ein bisschen was gefunden, und zwar ein paar Bücher, logischerweise, und Wissen. Leider bin ich vorhin durchgebrochen. Und habe mir jetzt ein Bein gebrochen, ne? Schlecht. Und ich suche jetzt weiter Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Ich werde hier nochmal erfahren, also das weiß ich schon genau. Hier bin ich durchgebrochen. Hier habe ich wenig Hoffnung. Riskieren wir kein zweites Mal. Normal laufen wir nicht hoch. Hier scheiß aus. Oh. Kennen wir noch nicht. Gut. Im Klo wird auch nicht sein, ne? Hier ist eine Art. Was will mir die Lampe sagen? Erstmal den Griff mitnehmen, ne? Oh, Tasche. Waffen, Waffen. Wahnsinn. Habe ich mir erschrocken, du. Wissen. Das wollten wir verlieren. Was ist das hier? Oh, Jagdgewehr 4. Gut, ein bisschen Munition. Das wird auch Munition bringen. So. Dann mal gleich mal die Axt rausholen und die Tür. Ist auch noch eine Tür. Junge, schlaf nicht ein. Aber das ist ja durch den Bruch, ne? Na, hier ist nur Dings da. Keine Bücher. Ich bin hier wegen der Bücher. Da war ein Zeichen. Zumindest können wir Waffen herstellen, ne? Munition. Das ist ein Zeichen, das ist ein gutes. Was ist hier zu holen? Ja, gegen 19 haben wir zurück, ne? So, die Axt. Ja, gut, hier ist ja auch nichts, ne? Höchstens hier. Ja, zumindest ein Messing.
Bin hier oben nicht alleine. Wollen wir nochmal nachladen? Also Bücher habe ich oben keine mehr gefunden. Also müssen wir garantiert nochmal herfahren. Weil das muss sich ja noch richtig lohnen. Bin nämlich beladen. So. Also essen können sie ja viel hier, ne? So. Noch ein bisschen Messing. Oh, hier ist er, da. Hat sich schon mal gelohnt. Das lohnt sich auch. Wo wir schon kennen. Aber alles können wir nicht. Hier wäre es ein Ort zum Bleiben, ne? Verstecken. Müll. So. Gehen wir wieder runter, ne? Auf zum Moped, überladen wir sind. Auch geht das auch eine Etage höher, denke ich mal. Ja, wo geht's hier runter? Oh, das heißt. Eisen ist hart. Ja. Ich glaube, hier war schon mal gewesen, ne? Irgendwo graben sie gerade durch. Close. Büro. Und hier geht's noch höher. Irgendwie immer noch hochkommen. Aber nächstes Mal, ne? Haben schon einige Sachen bekommen. Beim nächsten Mal werden wir entsprechend besser ausgerüstet sein, ne? Das heißt, wir brauchen dringend dann eine. Ja, verdammt hoch. Wir wollen ja heute nicht sterben. So, jetzt zurück. Können wir noch was lernen? So gesehen nicht. Zwei. Rüstungswert, Kältestand, Hitzestand. Nur einmal, ne? Gut. Müssen wir lernen, dass wir bauen können, ne? Habe ich gesehen unter unserem Chemielabor. Da kann man sowas bauen.
Hier runterfliege. Da nämlich kein Profi leider steigen, also soll man nicht glauben, aber hier leider ist nicht mein Fall. So, Ausgang. Leute, ich komme mal wieder her. Ja, komm mal zu mir. Gibt's doch gar nicht einen Schlag von dem und du bist naja. Auf dem Mobil. Da einer und runter kommt noch. Hau mal ab hier. Einen Schuss habe ich noch. Schon wieder Durst. Gott, nee. So, Mobil, ich komme. Dass ich irgendwo im Schatten gleich gehen, ne? Come back, ja genau, oder das heißt auch Moped, Moped. Wo ist das? Gute Stelle da hinten. Ah, ich muss nämlich zurück. Das ist mir zu heiß hier. Hier ist drückend heiß, das ist schlecht, das ist mir klar. Mein gebrochenes Bein kommt noch hinzu. Das war bald der Geheile. Das halt ja von alleine, mehr oder weniger, aber es dauert länger. Mit Schiene wäre schon fast durch. Ich fühle mit dir, ich weiß wie das ist. So, trinken wir noch was. Und zwar Mineralwasser. Nochmal ein. Da haben wir schon ein bisschen Gewicht verloren. Ach hier, das können wir lernen. Das ist ein Bauplan einziehbarer Schaftmod. Das habe ich vorhin gesucht. So, Autos, das muss warten. So, jetzt geht nach Hause. Kurz mal Plan gucken. Wir haben noch nicht, lange nicht alles erforscht. So, wir müssen Richtung vorne rechts fahren wir lang. Dann kommen wir noch an und kommt eine Kiste vorbei. Hier kommen wir gut hoch. Das ist ein Fahrtwind, kann ich fahren. Die Hitze bald nachlassen, ist ja schon 19 Uhr. Viertel 8. Das heißt, wir müssen jetzt nur ein bisschen durchhalten. Das Wasser, ne?
Gehen wir kurz baden. Ja, Wasser. Ob das gut ist, was ich mache? So, genug Arsch noch gekühlt. So. Hier wäre so ein schönes Wochenendshäuschen, ne? Ja, muss man ausbauen. Ich weiß ja nicht. So. Jetzt haben wir ein bisschen ausgekühlt, ne? Ein Hase. Tag Hase. Wenn du ein Huhn gewesen wärst, wärst du schon tot. So, aber wir haben hier Huhn gesehen, das ist mein Schein. Aber wegen Huhn jetzt hier extra herfahren und das Bier ist drückend heiß. Ich war doch gerade baden. So, da hätten wir das Päckchen. Das Päckchen wollen wir noch mitnehmen, was sagt das Gebäude? Ja, so ein Campen haben wir jetzt keine Lust. So, das Päckchen muss ich auf den Weg legen. Ups. Da oben. Ich höre schon wieder die Geier. Mistvieh. So, Plan für Schalldämpfer haben wir schon. Ansonsten ein bisschen Munition. Was haben wir hier gelassen? Oh, Munition ist nicht gut. Mit können wir gut verkaufen. Der Händler zahlt gut. Und eine Blechdose können wir notfalls auch noch alleine herstellen. Also Schrott haben wir mehr als genug. So, jetzt mal gucken wir mal Richtung Heimat, Richtung Norden. Die Straße geht's, Junge, zur Straße. Jetzt bin ich schon wieder sehr spät. Norden. Ja, das heißt für mich heute Nacht, beziehungsweise zur nächsten Nacht, wenn ich jetzt ja, morgen nochmal ein, zwei Stunden spiele, dass wir noch ein bisschen aufbauen, die Basis, wie gesagt, eine kleine Rampe anbauen. Und ein bisschen noch zumachen mit Beton. Mal gucken, wo ich die Richtung bin und ich verkehrt fahre. Ja, da können wir fahren. Und wieder ein Geier in Sicht. Da unten lassen wir links liegen. Da ist auch noch interessant. Was ist hier hinter? Sieht aus wie eine Festung so ähnlich. Oder ein Schrotthändler oder was ist da? Club oder so was hier. Ah, später mal. Mal gucken, was ich auf Kleidung habe für die Wüste. Ja, nicht mal heute. Wenn ich zusehen, wenn wir zurückkommen, dass wir hier aus der Wüste rauskommen und dann einen schönen, kühlen Häuschen, ne?
Ja, die ersten grünen Bäume sind da, ist schon mal gut. Nordwest, hier sind ein paar Autos noch. Die lachen mir so an, aber heute nicht. Also Hasen laufen hier viele. Das ist schon mal hier eine verbrannte Gegend hier. Dunkel. Tschüss. Hier ist warm. Suche Kleidung oder finde, ja. Muss eher aussehen, ne? Aus Kleidung suchen. Ja, jetzt zurück in die Hütte. Auch so ein schönes Häuschen. Ich habe es fast geschafft. Jetzt kommen wir hier in einem angenehmen Klima wieder an. Gott sei Dank, Hitze vorbei. Ach, da ist ja die Klinik. Gleich mal ranfahren. Schiene holen hier. Doktor, alles Zombies, alles Zombies. So, ich kann jetzt so ein Dings erstellen. So. Schluckspecht. So. Ah, jetzt geht schon Richtung Heimat. Naja, was man nennen kann, ne? Dann kann ich ja morgen weiterbauen an der Basis. Erstmal Munition herstellen und das erste Messing einschmelzen, was wir nur geholt haben. Das ist das erste Mal Munition haben zum Verteidigen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir dann am besten oben ein bisschen ausbauen, dass wir dann schräge hochbauen oder runter, je nachdem. So drei, vier Dinger nebeneinander, schräge runter. Und so, dass die Zombies nicht leicht hochkommen. Und dann entsprechend unsere Schießdinger aufstellen. Drei bis vier nebeneinander. Mit einem Geländer daneben, dass ich nicht runterfallen kann. Dass sie trotzdem schießen können, ne? Dann kann man die wissen so direkt nebeneinander legen und dann können die da versuchen hochzukommen, ne? Und dann. Wie gesagt, da kann man Geländer vorbauen und dann können die nicht rein erstmal, ne? Da kann man die entsprechend da schon bearbeiten. Dann kann man natürlich die anderen Stellen ausbessern, ne? Mit Spikes, ne? Diese schönen Eisendinger. Den Graben notfalls mal vertiefen. Beziehungsweise vom Haus noch einen Block aufbauen. Dass das auf der Türebene eine Ebene ist. Dann können die aus dem Graben auch gleich nicht hoch. Dann in den Graben im Prinzip die Eisendinger reinlegen. Und dann ist das ein bisschen sicherer. Ein bisschen. Wir dürfen halt nicht nach oben kommen, das ist ganz wichtig. Ne? Von da links. Schräge runter. So, da geht er weg und schräge runter. So, knapp 45 Grad.
Vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Mal sehen. Also, ich zeig mal so, aber wird ja nichts, aber sondern da vom hier links frei machen und dann da reingehen können. So eine Art Schleuse oder Weg. So, was haben wir im Mobil drin, wo wir rausgehen können? So, ich habe ein schönes Gewehr. Ein Vierer gefunden, das ist gut. Ja, wollen wir schon zielen, ne? Was auch noch nehmen, ne? Mal gucken. Ja, Öl, das ist das Rezept. Gut, dann können wir gleich unsere Ankunftskiste nehmen. Die ist weg. Die haben die weggerissen. Gut, da war zum Glück ein Ziel drin. Also zum Glück. Die Kiste ist weg, ich glaub's nicht. Haben die zerlegt. So. Ja, hier hoch kommen sie ja so ein Ding, ne? Ja, da muss ich auch noch eine Leiter anbauen, ne? So. Falls wir Gäste haben, Tür war auf. Okay, überall Beton vorgemacht, extra vorgemacht. Und trotzdem konnten sie rein. Über den Keller. Der Keller war der Schwachpunkt. Und den muss ich ja im Prinzip jetzt ausmerzen. So, legen wir Schiene an. Das zeigt euch ganz kurz. Ich habe nämlich welche im Gepäck. So, 5 Stück. So. Sollen wir gleich was rüberlegen? Was wir jetzt reinlegen können. Wasser rein theoretisch. Und dann nehmen wir eine Schiene. Benutzen. Jetzt haben wir hier Gipsbein. Ja, so ist das. Messbecher haben wir gefunden. Ach, war sicherlich ein Dings drin gewesen. So, als erstes Messing einschmelzen. Nehmen wir gleich den ersten Ofen hier. So, da haben wir 0, 0, ne? Zack. Einschalten. So. Das ist ungefähr 50 Schuss, also 100 Schuss, und das wird noch mal ein bisschen was geben. So, mehr Messing haben wir nicht dabei. Haben sie eine Kiste auch zerstört? Mein Laufen ist jetzt schlecht, ne? Also das Schleichen ist so blöd. Hier, die Kiste existiert noch. Und da ist nämlich, was ich verkaufen will. So, das, wo ein Buch offen ist, das haben wir schon gelernt, das brauchen wir nicht normal lernen, ne? Wird was 50 XP bringen, aber Ödlandschätze Band 5, ja, gut. Reflexmod, ja. Ein, kann man kaufen, ja. Was bringt er ungefähr? 61, ja. Das bringt ein Jagdgewehr, 205. Müssen wir tauschen. Mal ausrüsten. Ja. Verändern. Dann das. Verändern. War noch was? Nein, nicht, blinkt hier nichts. Abschließen. Dann können wir das Gewehr hier reinlegen. Das nach oben und dann können wir das zum Verkauf überlegen. Unsere Casino-Dings da hier, Papier, so sieht man nichts. Holzbogen verwende ich sowieso nicht.
Was bringt das überhaupt? 100. Oh, ja, immerhin, ne? Donnerbüchse. Muss ich mal schauen, ob das Sinn macht, ne? Also ich weiß auch nicht genau. Wenn wir drei Waffen haben, das sind wir gut ausgerüstet. So, Pistole war irgendwo gewesen, ne? Maschinengewehr, das war ganz wichtig, da unten ist. Klauen haben wir, brauchen wir hier. So, was können wir verkaufen? Nix. Nix. Maismehl, nix. Fleisch. Wenn wir mal gleich mal Eier haben wir keine. Gut, dann müssen wir gleich einen Braten machen, ne? So, liebe Schauer, wenn ich Braten mache, verabschiede ich mich für heute. Dann seid mal tschüss und winke. Ciao. Ja, geht dann. Ja, entweder morgen in der nächsten Folge. Weiter. Tschüss.